So, jetzt bin ich wieder da. Ich musste kurz was trinken, denn ich habe ein bisschen, ja, war ein bisschen verdurstet. So, vier. Perfekt, das war es doch gegenüber. Das heißt, ich habe genau alles richtig gemacht. Drei, vier, da. So. Fünf. 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 Fünf, genau. Da. Man hört das ja mal auf. Die Schweberei. So, jetzt kann ich wieder laufen. Fällt mir leichter. So, 4, 5. Jetzt habe ich mich so ans Fliegen gewöhnt. Jetzt kann ich das nicht mehr. Meine Güte. Gut, vielleicht habe ich irgendwo auch mal 5 gelassen, aber das ist jetzt nun kein. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Weil ich sehe ja schon einige Dinge gerade doppelt bei den ganzen Karos und Vierecken hier. Das verwirrt mich gerade schon ein bisschen langsam auf Dauer. Und jetzt geht's hier weiter. So. Na? Ne, aber hier. Dann haben wir wieder vier und hier ist wieder da. So, hier werde ich keine Fackel machen. Aber dafür hier. Ja, meine Konzentration fängt langsam an nachzulassen. Man merkt es an der Geschwindigkeit meiner Spielart. Ich werde immer langsamer. Aber auch nur, weil ich fliegen muss. Normalerweise ist man beim Fliegen schneller, aber nicht ich. Gut, hier. Dann geht es ja hier noch weiter. Hier, genau. Jetzt hört die Minecraft-Musik schon wieder auf. Warum auch immer, bei Warft ist aber auch so. Stundenlang keine Musik und dann kommt so volles Rohr rein. Ich mag ja die Warft-Musik. Aber nicht in dem Ausmaß, wie es dann gezeigt wird. Dagegen finde ich die Stardew Valley Musik, die eigentlich am Stück läuft, richtig schön angenehm, weil die ist nicht so aufdringlich. So, hier werde ich nur eine Reihe machen. Das heißt, 1, 2, 3, 4. So. Genau. Einmal hier. Dann geht es hier quasi weiter. Oh, bin da schon mal auf der Straße. Kann mir jetzt nicht mal jemand sagen? Siehst du, jetzt geht's auf jeden Fall schneller. Ja, wie gesagt, einige Straßenzüge, die mache ich dann offline, weil es einfach viel zu lange dauert. Ständige hin und zurück gelaufen. So kann ich quasi hier nur 1, 2, 3, 4, da. Das ist ein. Naja, muss jetzt nicht so sein. So, 2 hier, dann mache ich hier. So, das sind 4. Gut. Haben wir auch 4, 1, 2, 3, 4, da. Hier ist gleiche Spiel, hier kann ich auch nur von einer Seite, 1, 2, 3, 4, so. So, hier ist auch 4 und hier bin ich bei der dritten, oder?
Drei frei, genau. Oh, da hinten sieht man schon das Weihnachtsgebiet. Ja, Weihnachtsmarkt wird man nicht mehr erleben, großartig in nächster Zeit. Wird ja alles verboten, aber gut. Sag mal so, wir Deutschen lassen uns das wieder 40 Jahre gefallen und dann gehen wir wieder auf die Barrikaden. Wir brauchen immer 40 Jahre, bis wir mal begreifen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen müssen. Manche sind ja noch sehr doof. So, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und das sage ich nicht nur so, das sage ich immer nur, weil ich selber mit meiner Erfahrung habe. Und ich mich nie wieder verfolgen lasse. Einmal reicht. Deswegen bin ich kein Freund dieser Regierung. So, 1, 2, 3, 4. So. Eins, zwei, drei, vier. Da ist die fünf, genau. Vier, fünf. Meine Güte, ey. Langsam schließt sich aber auch der Kreis. Wie man hier sieht, die eine Seite habe ich schon voll und ich bin schon auf der anderen Seite auf dem Rückweg. Das ist ja nicht so schlecht. Habe schon gedacht, ich komme hier ja nicht mehr voran. Wenn ich sehr viel gemacht habe, dann werde ich schon mal die Laternen dann irgendwann setzen. Man muss ja nicht immer gleich alles fertigstellen. 1, 2, 3, 4, 5. Man kann sich auch was für später offen lassen. Und dann, ja. So, dann lasse ich hier mal das offen. Dann kommt hier die Beleuchtung quasi hinten rein. Und dann geht es quasi hier weiter. Super. Eins, zwei, drei, vier. So. Okay. Das ist doch schon mal was. Breit genug ist es nicht. Deswegen werde ich hier keine Doppelten machen. Mache ich nur bei diesen Vierer- oder Fünferstraßen, wenn die breit genug sind. So, 3, 4. So. Oh, okay, war ich schon durch. Dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier den Kreis langsam geschlossen bekomme. Aber es sieht ganz gut aus. Obwohl, ja, es sieht noch so weit weg alles aus. Aber ich habe ja schon so viel geschafft. Es ist erstaunlich. Und ich bin gerade mal bei den Anfangsfolgen und hab das Gefühl, ich habe ja schon, weiß nicht, an die 50 Folgen gemacht. Und auch die nächsten Folgen, ja, nicht die nächsten unbedingt, aber wenn das ja alles steht mit den Laternen, dann ist ja nur noch das Dekorative und die Bevölkerung einsetzen. So, das geht dann hier raus. 4, 5. Und dann gucke ich mal, zum Beispiel ein Alien-Mod oder ein Universe-Mod oder ein GTA-Mod. Was es das so bietet. Ich habe ja schon Pokémon angespielt mit Bionado, ist auch auf meinem Kanal. Ist echt lustig, muss ich sagen. Kann man noch spielen. Und dann, ja. 4. Ja, geht's hier weiter? Oh, es wird Tag. Boah, schaut euch das mal an. Das ist sowas von geil. Und dann noch hier Bäume zwischendurch im Gras. Zum Glück gibt es Knochen. Ich hoffe, es Knochenmehl gibt. Aber wenn ihr euch drin steht, baue alles, was du möchtest. Dann sollte es auch Knochenmehl geben. In der Theorie. So.
Okay, hier ist so eine kleine Straße. Von daher wird die nur einseitig beleuchtet, und zwar von der Seite. So, wo bin ich denn? Vier da. Gut. Ich bin mal gespannt, was das hier wird. Im Grundprinzip steht es da, aber es ist alles noch sehr weitläufig. Bahnschiene will ich auch machen. So. Nur drei schon wieder? Habe ich mich schon wieder verzählt? Jetzt. 3, 4. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob wieder. Jetzt kann ich wieder von beiden Seiten machen. Das heißt, ich muss später aufpassen, wenn ich dann quasi die Fackeln setze und mir dann noch was fehlt. Weil dann ist kein geschlossener Kreislauf mehr hier drin, weil dann komme ich nicht mehr vorher an, wo ich aufgehört habe. Da muss man dann schon ein bisschen Auge drauf halten. Also etwas synchron und parallel zueinander muss es nicht unbedingt sein, aber es soll schon einigermaßen stimmen. Gut, hier ist zu eng, deswegen gehe ich hier weiter. 1, 2, 3, 4, genau. Dann geht es ja auch weiter. Ein Fackelgang nach den anderen hier, wirklich. Ja, weit können die Leute hier nicht spazieren gehen im Februar, wenn sie da ihre Waldwanderungen machen mit den Fackeln oder Laternen. Laternenwanderung nennt man das ja. War schön damals immer als kleines Kind mit der Laterne durch den Wald. Natürlich gut mit Aufsicht der Omis. Meine Eltern mussten sich ja da nicht großartig drum kümmern, weil waren ja genug im Dorf gewesen, die Kinder mal in Obhut genommen haben. Und ja, kochen mussten meine Eltern damals auch nicht groß. Am Anfang war es bloß verwunderlich, wo ich dann immer geblieben bin. Dann war ich bei der Oma, hab Mittag gegessen, dann war ich bei der Oma, hab Mittag gegessen. Und solche Sachen. Als Kind, wo ich noch etwas jünger war. Oh, gut, dann ist hier noch was. Drei, vier. Das war natürlich ein Erlebnis nach der Flucht, wenn man ewig nichts hatte und dann auf einmal lag an die ganze Welt zu Fuß. Aber also meine Eltern haben sich davon nicht imponieren lassen. Die haben trotzdem alles selber gemacht, als hätten sie nichts gehabt und haben sich da und waren dann auch sehr vorsichtig mit den ganzen Sachen. Weil es heißt ja, von nichts kommt nichts. Man wusste nie, ob der geschenkte Gaul, den man ins Maul schaut, nicht einen Nachteil hat. Denn ich sag mal so, damals, die Wespen haben nicht das Zeug umsonst rausgegeben. Irgendwann kam immer irgendeine Forderung. Und deswegen war es so wenig wie möglich, um so vorsichtig zu sein. Wie in der DDR. Weil die Stasi war ja dann auch sehr hinterhältig gewesen und ein verlogener Dreckshaufen. Leider sind viele von unseren Politikern, die damals in der Stasi waren, heute an der Macht. Meinetwegen gehören die auf den Scheiterhaufen und nicht in die Regierung. Da gehören Leute rein, die ein soziales Mitgefühl haben für die Gesellschaft und nicht irgendwelche Spinner. Aber egal. Naja, das,
Die Klugen werden meist immer ignoriert. Und diejenigen, die sich immer durchkämpfen mit ihrer Dummheit, die gehen natürlich nach vorne und bauen dann eben Unheil. Ist ja meist so. 1, 2, 3, 4. Bin ich jetzt hier oder da? Ja, hab richtig gelegen. Aber ich muss doch gar nicht mehr fliegen. Warum fliege ich denn überhaupt noch? Gut. Oh, falsch. Okay, dann muss ich jetzt quasi hier lang. Ich habe voll die Zeit vergessen hier.